Tag, Freunde. Ich bin noch da, ihr seid wieder da. Und wir machen weiter, tralala. Also, wir haben fast wieder ein Level up und wissen gar nicht hin, wo den wohin mit den ganzen Lernpunkten. So, jetzt. Wir müssen einmal da hoch in die Festung. Denn wir sind immer noch auf der Suche nach den Dracheneiern. Denn wir wollen ein ordentliches Omelette machen, wenn wir dann in auf Edoras sind. Ich glaube, hier hinten waren wir eh noch nicht fertig. Ich meine, da waren ja Untote. Und hier ist jetzt die erste Höhle und die andere ist noch da hinten. Es war echt traurig, wie wenig Schaden wir am Anfang gemacht haben. Gegen Skelette. Und jetzt ballern wir die einfach One-Hit weg. Das ist irgendwie... Natürlich haben sie das Tor hinter sich zugemacht. Wie hat der denn Schaden bekommen? Von was haben die Schaden bekommen? Ah, vom Minecrawler. Okay. Sie haben gegen die Minecrawler gekämpft. Ein Drachenei. Zwei Drachenei und Erz. Stimmt, wir waren hier nie wirklich drin. Okay. Ja, gut. Vielleicht waren wir hier doch drin. Nur kriegt man dann das Erz für Bennett. Dass er einem das Schmieden beibringt von Erzwaffen. Ja, es sind genau fünf Erzbrocken. Das ist dann genau das, was man braucht. Dass er einem beibringt, magische Erzwaffen zu schmieden. Aber Bögen bauen wäre geil. Dass man hingeht und sagt, hey, Bosper, du bist doch der Bogner. Zeig mir mal, wie man einen ordentlichen Bogen herstellt. Und dann gönnt man sich einen ordentlichen Bogen. Wie sind die Skelette eigentlich jemals wieder hier zurückgekommen? Hoppala. Jetzt habe ich... aus Stress wieder zugemacht. Kämpfen gerade die Zombies gegen die Skelette? Irgendjemand kämpft gegen irgendwen. Und ich glaube, es sind Skelette gegen Zombies. Nein, Echsenmenschen gegen Zombies. Jetzt ist die Tür nicht richtig auf. Geht doch. Jetzt nicht meine Erfahrung klauen. Das ist halt echt ein Problem, wenn man hier vorher nie drin war. Dass die jetzt hier einen auf Civil War machen. Ihr dient doch alle dem gleichen Gott, Mensch. Wir haben ja so viel Mana-Tränke.
Hier waren wir schon dran. Waren wir hier doch schon drin und hier ist was neu gespawnt? Das kann ich irgendwie nicht so richtig glauben. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja. Okay. Krass. Also einkaufstechnisch waren da jetzt 21 Gold drin. Ein Feldknöterich. Oh, Lebensenergie. Kurz, das in meinen Augen gesehen, das leuchten so. Geschick, 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 geschick. Lebensenergie. Alles andere wäre so. Ja, gut. Aber Lebensenergie ist schon in Ordnung. Oh, das ist so geil, wie die umfallen. Es ist so angenehm. Es ist so belohnend. Dass sich das lange Warten, bis man alles reinpfeift, sich einfach rentiert. Das ist so geil. Hey, ein Trank. Trank ist immer gut. Wir brauchen ja auch noch 20.000 Gold für Bennett. Für die Rüstung. Aber auf Eldorad, das wird ja ein richtiger Spaziergang dann. Wir stellen uns irgendwo hin und knallen einfach alles ab. So richtig ehrenlos. Das wird gut. Das wird richtig gut. Jetzt gehen wir zurück da so zu Sagittas Höhle und folgen dann wieder dem Weg. Weil ich weiß nicht, ob da vielleicht noch Orks oder irgendwie, also irgendwas in die Richtung schimmelt da bestimmt noch rum. Oder Echsenmenschen, ich weiß es nicht, aber wir wollen nichts auslassen. Fall jetzt nicht runter. Oh, wenn ich überlege, wie wir uns abgeplagt haben am Anfang. Hier, gerade die Kämpfe gegen Söldner und so ein Scheiß. Was das für ein Mist als war. Und jetzt? Pam, tot. Ich könnte auch einmal probieren, wenn wir alle Paladine töten, die am Hafen so rumgammeln und so. Ob die noch Goblinbären haben. Genau, Goblinbären. Apropos. Einfach weiter in den Wald. Aber ich glaube, die haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, die habe ich nämlich schon mal gesucht. Der Baum. Ja, eins weiter links. Hier so. Hier so sollte die sein. Aber die dürfen wir schon haben. Da habe ich jetzt weniger Zweifel dran. Aber dann müssen wir da hoch.
Dann kommt die nächste auch schon da wieder am Ufer. Oh ja. Eine Waldbeere. Noch eine. Noch eine. Viele Waldbeeren ich habe liegen lassen. Ja, hier vielleicht irgendwas, so ein Ork oder so. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist hier auch einfach nichts. Aber dann kommt da unten die nächste Höhle. Ich bin auch gar nicht mehr im Bilde, in welcher wir jetzt schon waren, in welcher nicht. Gerade eben gedacht, ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Oder habe ich hier nicht sogar gesagt, wenn man eine Höhle für eine Quest freimachen muss, dann bleibt die frei? War das das? Ich glaube, das war das. Nichtsdestotrotz haben wir die Höhle auf jeden Fall erledigt. Genau hier sollte auch eine Goblinbeere sein. Vor der Goblinhöhle, ja, die haben wir. Und dann gehen wir da rechts lang. Denn geradeaus bei diesem Baum. Zwischen den Bäumen in der Nähe einer Leiche. Klingt ja wieder rosig. Oh, hier. Genau das sollte sie sein. Aber wie Sie sehen, sehen Sie, dass wir die schon haben. Sehr gut. Heißt, wir gehen jetzt hier links. Hier war eine Höhle. Nee. Moment. Ach ja, stimmt. Die Höhle ist gemeint. Ja gut, da werden jetzt aber keine Viecher sein. Oder doch? Wobei. Oh, ist nicht so abwegig. Aber die ist sauber. Nächste bitte. Und es regnet. Natürlich fängt es an zu regnen. Dann die Höhle geradeaus, die ist in diesem Tal. Die ist in diesem Tal. Und in diesem Tal war auch die eine Goblinbeere. Die hatten wir, glaube ich, auch mal gesucht. Aber dann fehlen nur die zwei Höhlen noch. Und die in dem Tal. Und dann war's das auch. Na dann. Können wir ja das heute schnellstmöglich abschließen. Nichts zu holen. Warum liegt er denn hier rum? Ach, gucke mal. Na?
Probleme. Gerade eben kurz überlegt, ob das als Höhle zählt. Dieser komische Verschlag da unter der Brücke. Aber ich glaube ja eher nicht. Was war das? Es macht echt auch einen Unterschied, von welcher Seite man manchmal zu den Sachen läuft. Ja, das ist die Banditenhöhle. Mit Halvors-Banditen. Beziehungsweise Harkons-Banditen. Schaf. Ich erinnere mich, hier gab es ein Schaf. Ich glaube auch, wir sollten alle Eier haben, aber ich gehe kein Risiko ein. Wie hoch ist das? Vielleicht, wenn wir... Okay. Nee, er fällt lieber. Meinetwegen. Seine Meinung. Nicht meine Meinung. Rutschen und fallen, wenn ihm das mehr beliebt, soll er das tun. Heilwurzel. Geht er hoch in die Wurzel und geh wieder weg. Ja, ja, hier unten. Da klingelt was mit Goblinbeere suchen. Hier so vor der Höhle. Das ist doch eigentlich so eine Echsenmenschenhöhle. Da gibt es auch schon Feuer. Die ist schön groß und geräumig. Da kann man sich den Kopf nicht anschlagen. Hm. Haben sie wieder die Türen zugemacht hinter sich? Nein. Aufmachen. Drogenfahndung. Nö, auch nicht. Dann bleibt nur noch die eine. Ich glaube, wir dürften auch alle Dracheneier haben. Jetzt, ja, wir haben jetzt 13. Ich glaube, insgesamt kann man 14 bekommen. Also es gibt auch so eine, die Quest von Bennett. Der sammelt die Dinger ja. Da kann man auch zum einen ordentlich Kohle abstauben. Und zum anderen sagt er einem dann auch irgendwann so, ja, viele dürftest du jetzt nicht mehr finden. Ich weiß zwar nicht, woher er das weiß, wie viele es gibt, aber er riecht das irgendwie. Er hat eins aufgeschlagen und hatte den kleinen Babydrachen gefragt, wie viele Geschwister er hatte. Hat. Und dann sollte der kleine Babydrache die ganzen Geschwister aufzählen, dann hat Bennett sie alle umgebracht. Story zu Ende. Hier wird jetzt auch keiner sein. Nö. Dann ab zum Kloster. Na Milton, was geht? Nix. Also alles wie immer.
Und ihr Jungs, immer noch faul? Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich sag, wie es ist, ne? Wenn diese ganzen Spackos mal ordentlich vor die Tür gehen würden, die geht einfach mal raus, guck mal raus, dann sehen die, dass auf dieser ganzen Insel, ich habe diese ganze Insel entvölkert, ja? Komplett. Mit euch zusammen. Im Minental ist auch alles entvölkert, da lebt auch nichts mehr. Gibt's keinen Orkring mehr, keine Drachen mehr, keine Suchenden mehr, kein gar nichts. Nichts, absolut gar nichts. In Jakenda, nix. Und er sagt, die haben sich noch vermehrt. Das Einzige, was sich vermehrt, ist die Untätigkeit der Magier. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Nix Gutes. Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. No shit, Sherlock. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Ob er bei es wäre ein leichtes war? Gewesen, war die beiden krass. Anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Gut. Tschüss. Ihr Lappen. Geht mal vor die Tür, ey. Ganz ehrlich, da draußen lebt nix. Nix, nix, nix. Schattenkrieger. Okay, ein bisschen mehr als 2 Schüsse. Weg. Einfach komplett von der Welt gelöscht. Inubis, geht's nicht mehr. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Du hast jetzt deine Schnauze. Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Für die Frechheit. Ich glaube, mehr als 240 Erfahrungen kann man gar nicht mehr kriegen. Ja, Buchkommode. Da was Interessantes hier im Archiv. Jagd und Beute, Schattenläufer und Feuerwaran. Dass wir das noch nirgends gelesen haben. Wir hätten nochmal zu Basta gehen können. Die Blutfliegen und Feldräuber. Krasse Lektüre haben die hier. Permanente Tränke, ja, kennen wir auch. Heiltränke, alles klar. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt.
Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnung über die Tempel Belias zu schützen. Hätten meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Und... Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Jeder kennt's. Lampe. Ka-ching, 1000 Erfahrungen. Hey, du. Kurz Bescheid geben. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Oh. Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyroka davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Gut, jetzt dreht er sich gleich um und bleibt einfach stehen. Ja, toll. Geh du mal Pyroka unterrichten. Wir sehen das schon, wie du es machst. Diese 50er-Tränke sind ja so scheiße geworden. Also, die sind immer noch gut, aber... Wir haben halt so viel Leben, die heilen ja gar nichts mehr. So, Gegners, kommt mal ran auf den Meter. Oh shit. Schnauze. Ist übrigens ganz lustig, wenn man hier einen Feuerregen zündet, kann man auch oben drüber die Leute abknallen. Also, auch ziemlich hart umbringen. Ja, die Schwerter und die Knochen sammle ich jetzt nicht mehr ein. Wo? Ah. Weil, sind wir mal ehrlich. Brauchen tun wir das jetzt auch nicht mehr. Da ist nichts zu holen. Ja, immer mit der Ruhe. Ist fast ein bisschen zu einfach jetzt mit dem Bogen. Jetzt habe ich wieder große Fresse. Und jetzt greift er mich an. Jetzt kriege ich wieder voll aufs Maul. Man muss manchmal Fallhöhe schaffen, oder? Er hat den Pfeil noch in der Hand. Aber jetzt kommt wieder der beste Moment des Bogenschützen. Komm mal her. Er kommt leider nicht durch. Ach komm schon. Oh, geht doch. Na, heute schon Dämonen getötet. So, ich hoffe, dass die Kuppel das Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesen Ratschlägen unsere höheren Ziele erreichen, soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Aus den Waffen des Drachenherrn, um einen Panzer aus Drachenschuppen die höchste Härte zu verleihen, so kann man die Schuppen mit dem Erz überziehen, welches in dem Teil der Insel Carinis gefördert wird. Okay, wahrscheinlich Corinis. Um eine dem Drachenherrn würdige Klinge zu erhalten, muss man die Klinge in Drachenblut tränken. Schon die Beigabe einer Menge von 5 kleinen Fiolen verleiht dem Stahl eine Härte und Schärfe, der nichts entgegenzusetzen ist. Anmerkung, mit Carinis ist zweifelsfrei das heutige Corinis gemeint. Ah,
Okay. Trank, verstaubtes Buch, Seekarte. Das Gesetz der Insel. Xardas hat die wichtigsten Dinge zusammengetragen. Wir haben keinen Bock zu laufen. Na? Stimmt, wir müssen das erst noch lesen. Ja, heute gibt es eine Lesestunde. Verstaubtes Buch. Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Erdorat handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit vor Korines Hafen. Belias Interesse an den Erzminen wird immer offenkundiger. Es wird einen Krieg geben, einen Krieg um das Schicksal der Welt. Ich scheine der Einzige zu sein, der die Vorzeichen deuten kann. Um mich herum scheint sie jeder zu ignorieren. Es wird der eine kommen und mit seinem Erscheinen hat der Krieg begonnen. Dieser Krieg ist so alt wie die Zeit, aber es scheint sich eine Entscheidung abzuzeichnen. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie andere das Geschick der Welt in ihre Hände nehmen. Ich habe die alten Schriften studiert und Anleitung gefunden, wie man die sagenumwobenen Waffen der alten Drachenherren herstellen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo man die Zutaten herbekommen soll. Zur Sicherheit habe ich das Rezept im Almanach niedergelegt. Wer von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag? Vielleicht ja sogar Drachen. Alles klar. Hm, da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Hm. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Hey, übrigens. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Ja, und ja. Vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte immer dort auf mit mich. Der Ruhe. Gut, ja? Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Du darfst eh nur mitgehen, weil du Kronstöckel verkaufst. Meine Güte, hat er uns voll gelabert. Egal. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Gothic 2. Und dann geht's richtig heiß gegen Ende zu. Also, bis dann.